Day und Cody trafen sich mit 14. Es ist mehr als eine Verliebtheit. Wir haben eine tiefe innere Verbindung. Sie wartet seit 13 Jahren auf diesen Moment. Nummerncheck. What? Oh, no! Er tippt. Ich bin so aufgeregt. Wir betreten jetzt gleich unsere neue Catfish-Zentrale. Kommt mit. Ich bin wahnsinnig gespannt. Hallo, guten Tag. Hallo. Genial. Mein Lieblingssnack, Studentenfutter. Das findest du von all den Snacks hier am besten? Ja. Oh mein Gott. Neve, bitte, nennst du das Einweihen? Gefällt dir das? Sehr kreativ. Komm, Biggie. Wow. Und alle Pflanzen sind auch schon da. Und zwei richtige Bürostühle. Los geht's. Was sagt die Mail? Der Betreff lautet lange überfällig. Ich heiße Day, lebe in Los Angeles und schreibe euch, den Profis für Online-Beziehungen, weil ich endlich in einer Online-Beziehung mit jemandem bin, in den ich schon seit 13 Jahren verliebt bin. Ohne ein einziges Treffen. Er heißt Cody und lebt in Iowa. Er war ein bekannter YouTuber und ich wurde ein großer Fan seiner Clips. Bald war ich wie besessen von ihm und habe ihn angeschrieben. Das klappte auch tatsächlich, aber der Kontakt war zunächst ganz oberflächlich. Allerdings wollte ich mehr als nur ein Fan sein. Deshalb habe ich vor etwa 5 Jahren nach seinem Usernamen auf Snapchat gesucht und ihm geschrieben. Username auf Snapchat. Vorsicht! Könnte ein Fake sein. Ein Trittbrettfahrer. Mal sehen. Zu meiner Überraschung hat er geantwortet. Und seitdem haben wir ständig Kontakt. Vor kurzem ist das Ganze aber ernst geworden. Wir sind endlich beide Single. Und er scheint mich sehr zu mögen. Wir sprechen über unsere Zukunft. Und er... Was denn noch? Er hat sogar seine Vasektomie abgesagt, weil wir irgendwann Kinder wollen. Leider haben wir nie Videochats oder telefonieren. Der Typ ist ein Faker. Ich brauche eure Hilfe, um herauszufinden, was da los ist. Hoffentlich höre ich von euch. Schreiben wir Day. Wir haben gerade deine Mail gelesen. So kann man es sagen. Nach den 13 Jahren müssen wir Day hierher holen und damit vor ihrem Gesicht wedeln. Aufwachen. Genau. Hey! Hi! Hallo. Ihr seid's wirklich. Hey, Day. Wo in Los Angeles wohnst du denn? Wahrscheinlich kann ich dich von hier aus sehen. Wir finden dich. Mach Licht an und aus. In Alhambra wohne ich. Also mittendrin. Hast du schon immer in L.A. gelebt? Ja, waschecht. Wie alt bist du? 27. Ein 90s Baby. Hey. Yeah. So wie ich. Wir haben deine Mail gelesen und haben eindeutig das Gefühl, dass es da ein paar... Ja, ich weiß. Alle sagen, dass es da krasse Alarmzeichen gibt. Aber ich will einfach unbedingt glauben, dass er echt ist. Um welchen Cody geht es? Cody, such ihn. Schon dabei. Der hier? Ja. Er ist unglaublich talentiert, so als Fotograf und Filmemacher. Er kann einfach alles. Wie ging's los? Ich hatte mir was von einem anderen YouTuber angesehen, der am Ende seinem Editor gedankt hat. Und das war Cody. Den fand ich sofort total süß. Deshalb habe ich dann immer auf seiner Seite kommentiert. Und er hat freundlich, aber ganz allgemein darauf geantwortet. Dann habe ich ihn auf Snapchat gefunden, indem ich den Namen von seinem YouTube-Kanal gesucht habe. Sofort nachdem ich ihm geschrieben habe, hat er mir geantwortet. So ging es los. Auf Snapchat schreibt er mir oft den ganzen Tag über. Woher weißt du, dass er das ist? Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach angenommen, weil es der gleiche Username war, den er auf YouTube hat. Der ist speziell. Ziemlich speziell.
Wann war das? Das war 2017. Folgst du ihm noch woanders? Ja. Von dort kamen nie Direktmessages. Ich like und kommentiere, aber er reagiert da nicht. Das ist nicht gut. Auf Instagram löscht er nie die Bilder von seinen Ex-Freundinnen. Und das sind einige Ex-Freundinnen. Aber aktuell hat er keine Beziehung? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß aber nur das, was Cody mir auf Snapchat erzählt. Aha. Wie hat sich eure Freundschaft auf Snapchat entwickelt? Es war immer freundschaftlich, aber Anfang des Jahres hat sich das grundlegend geändert. Ab da waren wir beide Single und unsere Beziehung wurde intensiver. Wir wollten uns auch unbedingt treffen. Ihr redet ja schon über Kinder. Damit fingen wir erst vor kurzem an. Darüber haben wir am Anfang noch nicht geredet. Hat er schon Kinder? Nein. Und er wollte sich schon sterilisieren lassen. Er wollte keine Kinder. Aber bei dir schwenkt er um? Sagt er jedenfalls. Aber telefonieren oder Videochatten ist nicht. Genau. Ich habe schon versucht anzurufen, aber er geht nicht ran. Halt mal. Du hast seine Nummer? Ja. Aber ihn nie gesprochen? Nein. Er hat noch nie mit dir über das Handy kommuniziert? Nein. Kurze Frage. Warum machst du das mit? Was hat dieser Mensch? Ich verstehe das einfach nicht. Weil es einfach viel mehr ist als Verliebtheit. Wir haben eine tiefe innere Verbindung. Ich glaube, das liegt vor allem an den psychischen Zuständen, mit denen wir zu kämpfen haben. Bei mir wurde 2019 Schizophrenie diagnostiziert. Das war, als wir schon Kontakt hatten. Ich wollte damals keine Medikamente nehmen. Das war Teil meiner Störung. Wahnvorstellungen haben mich dazu verleitet, die Pillen nicht zu nehmen. Er war dann derjenige, der mich überzeugt hat, es zu machen. Ab da nahm ich jeden Tag meine Medikamente. Mit Erfolg. Und wenn es mir jetzt mental gut geht, denke ich immer, ohne ihn wäre ich niemals an diesen Punkt gekommen. Wow. Bei ihm wurde dann auch eine Störung diagnostiziert. Und er wollte seine Medikamente auch erst nicht nehmen, weil er Angst hatte. Aber schließlich hat er sie doch genommen. Und jetzt geht es ihm sehr gut. Ich glaube, wir helfen uns da gegenseitig. Hast du dieses Problem schon immer? Nein, das entwickelte sich etwa ab meinem 18. Geburtstag. Ich fing an, Dinge zu hören, die nicht da waren. Es gibt verschiedene Arten von Schizophrenie. Bei mir ist das so, dass ich dauernd eine Art Kommentar zu meinem Leben höre. Sie steht aus dem Bett auf, sie nimmt ihr Handy und so. Intrusive Gedanken nennt man das. Alles, was ich mache, wird von einer Stimme kommentiert, die aber nicht meine ist. Die in dich eindringt. Ja, genau. Und ich kann es nicht steuern. Diese Gedanken sind dauernd da und spielen sich in den Vordergrund. Es ist echt quälend. Aber wenn ich die Medikamente nehme, klingt das zum Glück ab. Dann kann ich sie ignorieren und es wird weniger stressig. Ich finde es sehr stark von dir, dass du uns das so offen erzählst. Und kann es sehr gut verstehen, dass es dir sehr viel bedeutet, jemanden zu finden, der dich da versteht und dich unterstützt. Ja. Das macht ihn sympathisch. Aber es sind jetzt 13 Jahre. Ihr seid auf Snapchat vernetzt. Kann er dir dann nicht mal ein Bild oder ein Video schicken? Er schickt mir keine Videos, nur Bilder. Aber ich gucke sehr oft Catfish. Daher weiß ich ja, wie wichtig das ist. Also er schickt mir zwar Bilder... Moment. Aber die hat er schon früher mal gepostet. Er schickt mir nichts, das er exklusiv für mich aufgenommen hat. Nichts Neues? Nein. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich Catfish schreibe. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Er ist distanziert. Hallo? Das ist ein Warnsignal. Ja, ich weiß. Aber selbst wenn er nicht Cody ist, will ich wissen, mit wem ich rede. Das läuft schon so lange. Kannst du uns die Fotos und Snapchat-Nachrichten zeigen? Ich habe Screenshots gemacht. Sehr gut. Echt süß! Hier hat er mir zum ersten Mal gesagt, dass er mich liebt. Hattest du es schon mal gesagt? Davor noch nicht. Wer ist das? Seine Mutter. Aha. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas fehlt in der Geschichte. Ich will einfach nur ein Gesicht zu der Person, mit der ich schreibe. Auch wenn es nicht er ist. Aber ich will es wissen. Das sollten wir hinkriegen. Das klingt gut. Ich glaube an euch. Schreib uns eine Mail mit der Handynummer und so. Mach ich. Wir klären das. Danke. Bis bald. Sehr seltsam.
That's weird. Why would this guy? Warum lehnt dieser Mensch telefonieren und Videochatten so sehr ab? Und warum zieht er sich zurück, wenn sie sagt, dass sie uns kontaktiert? Das ist schräg. Day wartet seit 13 Jahren. Sie verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Bereit? Sollen wir jetzt die Hände schütteln? Ja. Ist das so richtig? Ich dachte eher so. Verstehe. Darf ich nochmal? Nein. Also, Day hat Cody auf YouTube entdeckt, als sie 14 war. Sie hat sich in ihn verliebt und seitdem folgt sie ihm. Vor 5 Jahren sucht sie dann seinen Usernamen auf Snapchat, findet einen Account und freundet sich mit ihm an. Ihre Freundschaft wird immer intensiver. Sie erzählen sich von ihren psychischen Problemen und entwickeln eine echte Bindung. Anfang dieses Jahres wird die Sache dann langsam heißer, was übrigens alles ausschließlich über Snapchat läuft. Obwohl sie angeblich seine Nummer hat. Er geht aber nie ran. Und Fotos schickt er ihr zwar, aber die sind alle aus dem Social Web. Es sieht nicht gut aus. Was sagt die Mail? Hallo, ich danke euch so sehr für eure Hilfe. Hier sind die Bilder, die ich von Cody habe, seine Nummer und seine Social Media Accounts. Gut. Fangen wir mit seiner Insta-Seite an. Sein letzter Post ist von vor einem Monat. Stellt euch vor, ihr habt eine Phobie vor Ärzten. Dann geht ihr doch hin, der verschreibt euch was, nur die Krankenversicherung lehnt's ab. Aber mir geht's schlecht, ich brauche Hilfe. Mit wem auch immer Day da chattet, was er schreibt, passt zu dem, was Cody auf Insta postet. Ja. Wer ist diese Frau? Kein Tag dran. Tja. Ein Clip. Es ist Valentinstag und das hier ist Lena, meine Freundin. Seine Freundin, das ist also die Frau. Im Februar dieses Jahres war er mit ihr zusammen. Dann postet er viel von ihr. Das geht bis vor 2 Monaten so. Die Frage ist jetzt, haben sie seitdem Schluss gemacht? Chattet Day überhaupt mit diesem Cody? Mal sehen, wem er folgt. Lena hoffentlich. Ja, folgt er ihr? Da ist sie ja. Das ist ihre Seite, aber ohne jeden Content. Day kennt Codys Insta-Seite. Und so richtig los ging es mit den beiden, als sie sich angeblich getrennt hatten. Sie sagte Anfang des Jahres. Genau. Fragen wir sie. Was hat es mit dieser Lena auf sich? Lena, seine Ex? Wann haben sie Schluss gemacht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube im Februar. Wenn das stimmt, hätten sie sich praktisch am Valentinstag trennen müssen. Und postet danach lauter Bilder von ihr? Das ist Kunst. Checken wir die Nummer. Lena Salido gehört die. Nein. Das ist seine Ex. Schon klar. Halt mal. Spielen wir das mit Lena mal durch. Day treibt sich super fanmäßig auf allen Cody-Seiten rum. Und jemand sieht das. Dann hätte Lena diesen Snapchat-Account vorher schon erstellt haben müssen, wenn sie dahinter steckt. Meinst du, Lena hat nur darauf gewartet, dass Day Cody eines Tages bei Snapchat sucht und addet? Wenn also wirklich Codys Ex dahinter steckt, wäre das ein ausgesprochen aufwendiger Fake. Ich weiß es nicht. Da sind noch mehr Links. Ein Facebook-Account. Alles Gute zum Internationalen Frauentag. Und da. Sieh an. Und seine Mutter. Tracy. Schreib ihr. Okay. Hey Tracy, this is Neve. Hey Tracy, hier ist Neve von Dancing with the Stars. Das kennt sie sicher. Catfish eher nicht, aber Dancing with the Stars kennen Mütter. Und Catfish. Wir würden dir gern ein paar Fragen stellen. Okay. Ich suche jetzt einfach mal den Namen seines YouTube-Kanals, wo der noch auftaucht. Cody ist also bei Tumblr, bei YouTube, aber was soll Encyclopedia Pound sein? Noch nie gehört. Aber hier steht was über ihn. Cody ist ein erbärmlicher Filmemacher und ein noch schlechterer Vlogger. Er glaubt, Gier ist gut. Und wie alle Atheisten ist er ein Pädofreund. Sehr schräg.
Why so mean? Wer schreibt sowas Gemeines? Und du willst mir sagen, dass jemand, der so durchgeknallt ist, sowas über Cody zu schreiben, nicht in der Lage sein sollte, einen Fake-Snapchat-Account zu erstellen, um damit irgendwie Leute reinzulegen? Diese ganze Seite ist schräg. Ich komme mir wie im Darknet vor. Aus Iowa. Die Mutter von Cody ruft an. Hello. Hallo, Nivia. Ja, wer ist da? Tracy hier. Danke, dass Sie sich so schnell bei mir melden. Könnte es sein, dass Sie mich vielleicht von meiner Sendung Catfish oder von meinen Auftritten bei Dancing with the Stars kennen? My performance on Dancing with the Stars. Von beidem ein bisschen. Super. Also, ich bräuchte da nämlich Ihre Hilfe. Es geht um eine junge Frau, die sich bei uns gemeldet hat. Sie sagt, sie sei seit mehreren Jahren mit ihrem Sohn Cody befreundet. Und dass aus dieser Freundschaft in den letzten Monaten ein Flirt und etwas Intimeres geworden sei. Aha. Wissen Sie etwas davon oder hat Cody davon erzählt? Hat er eine Freundin? Ist er vergeben? Nein, er hat keine Beziehung. Ich weiß aber, dass er Kontakt mit einer Frau hat. Aber viel mehr wiederum auch nicht. Hat er mal ihren Namen erwähnt? Nein. Okay, so. Soweit wir wissen, hatte er mal eine Beziehung mit einer Lina. Ja. Bis dieses Jahr. Genau. Wenn ich Ihnen den Namen von Codys Snapchat-Account sage, würden Sie mir dann sagen, ob das seiner ist oder nicht? Gut. Der Snapchat-Name, den er angeblich hat, ist... Nein, so heißt er da nicht. Das ist er nicht. Aha. Sie wissen also nur von einem Account. Und der heißt nicht... Ja, genau. Danke. Ich muss wieder arbeiten. Mein Chef ruft an. Danke. Schönen Abend. Okay. Jetzt müssen wir annehmen, dass Day nicht mit Cody chattet, denn das ist nicht sein Account. Ja, jemand gibt sich als Cody aus, wahrscheinlich jemand, der ihn kennt. Denn diese Hass-Website zeigt, dass es jemand auf Cody abgesehen hat. Ich weiß nicht. Diese ganze Geschichte wird immer seltsamer und unheimlicher. Ich glaube nicht, dass es Lina ist, sondern jemand aus dem Netz, der es auf ihn abgesehen und es zu weit getrieben hat. Und Day ist dummerweise dazwischen geraten. Da bist du ja. Morgen. Frühstück? Nein, danke. Echt nicht? Nein. So schön salzig. Manchmal will man nur das Crunchige, nicht das Salzige. Mal sehen. Wirklich sehr witzig. Ich wunderte mich schon, dass du diese Billigchips kaufst. War ja klar. Überraschend anders. Also, wir wissen, dass Day nicht mit Cody chattet. Außer natürlich seine Mutter lügt und deckt ihn. Wir sollten jetzt über diesen Film-Account den falschen Cody kontaktieren. Sehen wir uns erstmal die Snapchat-Seite an, über die Day mit ihm Kontakt hatte. Cody Danger? Mal sehen, ob wir den noch woanders finden. Ist das nicht Cody? Könnte er sein. Sehr spezielle Schreibweise. Ich heiße Cody, ich hasse... Das ist wieder der Typ! Derselbe rassistische und sexistische Dreck wie auf dieser Website vorhin. Ja, man versucht wirklich, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Indem sie das als seine Posts ausgeben. Das ist echt brutal. Da will jemand Cody Ärger machen. Ja. Oder es gibt sogar mehrere Leute, die ihn so hassen. Cody hat mindestens einen Feind. Ich glaube, da steckt jemand dahinter, der es schon lange auf Cody abgesehen hat. Diese Person versucht, Chaos zu stiften, kennt aus irgendeinem Grund die Nummer seiner Ex und die hat sie Day gegeben, weil sie wusste, dass Day der Ex schreiben und für Beziehungsstress sorgen würde. Hat es aber nicht. Wieso? Auf ihre Message kam nie eine Antwort. Weil es Lina war. Die hat die Nachricht Cody gezeigt und dann haben sie Schluss gemacht. Ich weiß nicht. Das überzeugt mich nicht. Im Umfeld von Cody gehen offenbar viele unschöne Dinge ab. Tja. Lass uns zoomen, Day. Hi. Hey, schön euch zu sehen. Was geht? Nicht viel. Ich bin gespannt und aufgeregt.
Wir sind auch aufgeregt. Echt? Das klingt nicht gut. Wir zeigen dir mal, was wir gemacht haben. Wir haben uns seine Insta-Seite angeschaut. Da ist diese Frau zu sehen. Die kennst du ja bereits. Seine Ex-Freundin. Lina, genau. Du meintest, sie hätten Anfang des Jahres Schluss gemacht, aber er postet noch viel von ihr. Und das nach der Trennung. Hast du das Video gesehen, das er zum Valentinstag gepostet hat? Ich denke nicht. Dieses Jahr am Valentinstag waren sie zusammen. Er nennt sie seine Freundin. Das ist absolut öffentlich. Er hat das nicht vor dir versteckt. Nein, das hat er nicht. Und immer, wenn ich ihn nach seiner Ex-Freundin gefragt habe, hieß es, das wären alles alte Fotos. Aber wenn ich mir das ansehe und da steht dann 14. Februar... Aber viel unklarer ist leider noch, ob du wirklich mit ihm chattest. Denn jetzt wird es schräg. Wir haben Codys Nummer gecheckt und die ist auf Lina registriert. Was? Codys Ex. Schreibt sie mir vielleicht? Das haben wir uns auch gefragt. Ihr hattet nie miteinander zu tun, oder? Nein, wir hatten noch nie Kontakt. Vielleicht wollten sie sich trennen und sie hat das gesehen, was da zwischen euch läuft und dachte, die will meinen Freund, dafür mache ich sie fertig. Oh mein Gott. Aber das ergibt ja auch keinen Sinn. Du hast ja Cody bei Snapchat geaddet und nicht etwa andersrum. Und dieser Cody war nett zu dir. Was nicht zu einer Racheaktion passt. Nein, gar nicht. Auf der Seite ist auch seine Mutter. Die haben wir angeschrieben, ob sie uns vielleicht helfen würde. Und sie hat uns angerufen. Echt? Wir haben ihr gesagt, dass wir einer Frau helfen, die intensiv mit ihrem Sohn chattet. Und wir haben sie gefragt, ob ihr Sohn gerade eine Freundin hat. Er hat keine Freundin, aber er hat Kontakt zu einer Frau. Dann habe ich ihr den Usernamen genannt und sie sagte, das sei nicht Codys Name bei Snapchat. Ja? Ab da wurden wir unruhig. Mit wem chattest du da eigentlich? Ja. Das ist die große Frage. Dann haben wir seinen Usernamen gegoogelt und sind unter anderem auf eine ganz komische Website gestoßen. Kennst du die? Nein. Da hat jemand echt krasse Sachen geschrieben. Cody ist ein erbärmlicher Filmemacher und ein noch schlechterer Vlogger. Er glaubt, Gier ist gut und wie alle Atheisten ist er ein Pädofreund. Was? Da will Cody jemand schlecht machen. Ja. Heute sind wir nochmal auf der Snapchat-Seite gewesen, die du uns genannt hast. Da benutzt er ja nicht seinen YouTube-Namen, sondern... Diesen Namen haben wir auch gegoogelt und haben was entdeckt. Eine rassistische Twitter-Seite. Was? Lies mal. Nein. Wir glauben nicht, dass er das schreibt. Jemand gibt sich als Cody aus. Damit der Ärger kriegt. Ja. Und nimmt auch noch den Hashtag Black Lives Matter. Und schreibt diese Hass-Tweets Cody zu, damit man das schön bei den Twitter-Trends zu Black Lives Matter sieht. Da wollte jemand ganz klar einen Shitstorm für Cody heraufbeschwören. Das ist krank. Nachdem wir das alles gesehen hatten, ist klar, dass offenbar jemand Cody echt nicht mag. Diese Person scheint ja total besessen zu sein. Er sagt mir zwar, dass viele Leute ihn nicht mögen, aber nie, warum das so ist oder was er selbst dazu getan hat. Ich weiß nicht, das verwirrt mich sehr. Und mein Herz schlägt wie wild. Das überfordert mich alles. Und wenn er es nicht ist, mit wem habe ich dann Kontakt? Was mir Sorgen macht, ist, dass du diesem Menschen sehr intime Dinge erzählt hast und er genau weiß, was du durchmachst. Sehr intime Dinge. Die ihn nichts angehen. Wenn man jemandem eins auswischen will, wer macht dann sowas? Das ist wirklich krank. Jetzt ist er plötzlich nur noch wie ein Fremder für mich. Und ich fürchte jetzt auch, dass ich nie mit Cody gechattet habe. Diese Website, der Twitter-Account, das ist alles total krankes Zeug. Mit wem rede ich da nur? Wer ist er?
So I'm scared and jetzt habe ich Angst und bin nur noch verwirrt. Really confused. Hoffst du immer noch, dass es der echte Cody ist? Nein, nicht mehr. Der spielt nur mit mir. Wie fühlst du dich? Die Möglichkeit, dass es nicht Cody ist, mit dem ich gechattet habe, kommt langsam bei mir an. Ich will aber immer noch wissen, mit wem ich da Kontakt habe. Würdest du immer noch eine Beziehung mit dieser Person eingehen wollen? Da bin ich mir nicht sicher. Denn wenn mich jemand so lange hat glauben lassen, dass er Cody ist, hat er mich unfassbar belogen. Ich will aber wenigstens den Grund dafür wissen. Was hatte derjenige denn bloß davon? Aber ich muss euch noch was sagen. Oh Gott. Earlier this year in January, ich habe diesen Januar geheiratet. I got married. Oh. Ist das wahr? I'm currently married. Ich bin momentan verheiratet, lasse mich aber gerade scheiden. Das ist insgesamt alles sehr schnell gegangen. Es war jemand, mit dem ich erst etwa 4 Monate zusammen war. About 4 months. Okay. Weiß Cody schon davon? Nein. So, dann hast du kurz nach der Hochzeit mit Cody geflirtet. Ja. Ich wusste schon direkt nach der Hochzeit, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Wir sind seit März mit der Scheidung beschäftigt. Das ging also nicht so lange. Als ich anfing, mit Cody zu flirten, hatte ich die Ehe schon beendet. Er weiß es nicht. Aber er war da, als ich das durchgemacht habe. Ich wollte es ihm sagen, aber jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wer diese Person ist. Ich kann verstehen, dass du Gewissensbisse hast, Cody das nicht gesagt zu haben. Danke, dass du zu uns so offen warst. Ich kann verstehen, dass dich das belastet. Gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass das ein größeres Vergehen ist als all das, was dieser Mensch dir nicht gesagt hat. Ja. Ich glaube, sein Geheimnis ist viel größer. Für uns beide sieht das so aus. Der einzige Punkt, von dem wir wirklich wissen, dass von da aus mit dir kommuniziert wird, ist dieser Snapchat-Account, mit dem du seit Anfang des Jahres chattest. Egal, ob das Cody, jemand anders oder eine bizarre Mischung aus beiden ist, wir müssen die Person dazu bringen, mit uns zu reden und uns das zu erklären. Wir müssen ihm schreiben. Aber wenn wir das tun, wird er sich fragen, warum wir ihn kontaktieren und reagiert gar nicht. Aber wenn du ihm... Ich kann es versuchen. Cool. Gut. Ich würde so etwas schreiben wie, hey, ich weiß, dass dir das mit dem Treffen in der Catfish-Sendung nicht so gut gefallen hat, aber du bedeutest mir einfach so viel und unsere Beziehung ist mir sehr wichtig. Soll ich euch beide auch erwähnen? Schreibt doch, dass wir euch gern helfen wollen, aber da etwas entdeckt haben, das irgendwie etwas... unheimlich seltsam ist? Sehr gut. Ja, genau. Und das mich... verwirrt. Ja. Und vielleicht auch, dass du ihm noch etwas sagen musst. Mach ihm das Angebot und sag ihm, dass du auch bei etwas nicht ehrlich warst. Das könnte sein Interesse wecken und er hat vielleicht weniger Bedenken, dir etwas zu erzählen. Ich muss dir was sagen. Und dass wir uns freuen würden, wenn er zu uns auf Zoom kommt. Bis draus. Super. Ja, wirklich sehr gut. Und jetzt warten. Ich bin so aufgeregt. Wenn er nicht antwortet? Wenn er das sieht und nicht reagiert, ist das auch eine Art von Antwort. Er sieht es. Und er scheint es auch zu lesen. Hilfe. Erkennt man am Gesicht, dass er es gelesen hat? Dass er es liest. Ja. Noch nichts. Oh mein Gott. Er ist weg. No! Keine Antwort. Wo ist mein Therapiehund? Du sollst mir helfen.
Oh. Er tippt. Oh my god. Okay. Schickt ihr mir den Zoom-Link zu? Los, schick ihm den Link. Na klar. Gut. Und dazu noch den Code. Fertig. Geht's? Ja, aber ich bin sehr aufgeregt. Was meint ihr, taucht er gleich auf? Ja, sicher. Hoffentlich. Oh mein Gott! Taucht er gleich auf? Ja. Hoffentlich. Oh mein Gott! Hi! Oh mein Gott! Hallo. Ja, ich bin's wirklich. Oh mein Gott. Was läuft? Ich weiß nicht. Sag du es uns. Wir sind sehr verwirrt. Und wie? Ich brauch noch einen Moment. Du bist so schön. Danke. Ja, du auch. Oh mein Gott. Wir müssen erst mal ein paar Dinge klären. Warum hattet ihr noch nie einen Videochat? Du bist dauernd vor der Kamera. Ja, aber da habe ich die Kontrolle über die Kamera. Da kann ich alle meine kleinen Ausrutscher schnell ausbügeln. Und weil ich schon so lange mit Day rede, ist meine Panik mittlerweile einfach zu groß. Ich habe es nicht gepackt, weil es immer schlimmer wurde, je länger ich das rausschob. Du hast also befürchtet, dass ihr die unbearbeitete Rohversion von dir nicht gefällt? Ja. Ich mache mir zu sehr einen Kopf. Ich drehe total durch bei dem Gedanken, dass ich sie enttäuschen könnte. Und bekomme solche Angst, sie zu verlieren, dass ich den nächsten Schritt in unserer Beziehung bis jetzt nicht machen konnte. Denn ich will das alles nicht verlieren. Ich brauche das in meinem Leben. Aber hattest du keine Angst, die Beziehung zu verlieren, wenn du sie nicht triffst? Wenn du das so sagst, wahrscheinlich schon. Aber ich habe nie so darüber nachgedacht. Ich war vom Kopf her gar nicht in der Lage, Dinge wirklich von außen zu betrachten. Ich weiß auch nicht. Für uns war das natürlich verwirrend. Und wir haben schräge Infos im Netz gefunden. Ja, ich weiß. Leute haben Sachen geschrieben, die dich übelst aussehen lassen. Wir haben ein Fake-Twitter-Profil gefunden, da wirkst du wie das letzte Rassistenschwein. Wir befürchteten schon, dass einer dieser Trolle heute hier auftaucht. Auch wenn deine Mutter uns gesagt hat, dass der Snapchat-Account nicht von dir ist. Was läuft da? Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, war Content beliebt, wo sich Leute einfach nur ausgekotzt haben. Und in dieser Weise habe ich meine Ansichten über politische und religiöse Themen rausgelassen. Das hat einigen Leuten gar nicht gepasst. Sie haben meine Clips runtergeladen und umgeschnitten und mich so Dinge sagen lassen, die ich niemals gesagt habe. Danach entstanden auch ziemlich bald diese Fake-Websites über mich. Was meine Mutter betrifft, als das damals so richtig heftig abging, hat mich das psychisch ernsthaft beschädigt. Ich wurde krank davon. Und sie wird euch kaum Infos gegeben haben, weil sie miterlebt hat, wie mich diese Situation fertig machen können. Du hast Day eine Handynummer gegeben. Warum ist die auf deine Ex-Freundin Lina registriert? Meine Ex und ich verstehen uns ganz gut. Wir haben einen Vertrag, weil das für uns beide billiger ist. Den habt ihr abgeschlossen, als ihr zusammen wart. Das ist schwer zu sagen. Wir waren dauernd on und off. Wann war Schluss? Irgendwann im Februar. Ich glaube, es war kurz nach dem Valentinstag. Und die vielen geposteten Bilder danach? Weil sie eins meiner Lieblingsmodels ist. Dann war also nichts gelogen. Willst du Day noch irgendetwas sagen? Es tut mir leid. Jetzt scheint alles so einfach und ich stehe da wie ein Weichei. Sie ist so hübsch und intelligent. Sie ist so faszinierend und kreativ. Ich habe starke Gefühle für sie. Oh mein Gott. Würde es dich stören, wenn wir kurz mit Day allein reden? Nein, gar nicht. Bis gleich. Gut. Träum ich gerade? Ich kann gar nicht glauben, dass er echt ist. Ich auch nicht. Wir haben ihn endlich live gesehen. Jetzt, mit all diesen Informationen, was ist dein erstes Bauchgefühl, nachdem du persönlichen Kontakt mit ihm hattest? Pures Glück. Für dich ein klares Go. Du willst diese Beziehung? Ja, unbedingt. Das freut mich für dich. Ich glaube aber auch, dass jetzt der Moment ist, ihm zu sagen, dass du verheiratet warst.
Keine Ahnung, wie er reagiert. Vor allem, weil er selbst gar nicht gelogen hat. Es wird aber nur schwerer, wenn du es ihm jetzt nicht sagst. Gut. Ich hole ihn wieder rein. Okay. Hallo. Ja, so, okay, so, I do. Es gibt etwas, das ich dir sagen will. Letztes Jahr war ich mit jemandem zusammen. Und im Januar hat er mir einen Antrag gemacht. Eine Woche später haben wir geheiratet. Wait, was? Ich habe es sofort bereut. Wir lassen uns gerade scheiden, aber es ist passiert. Das kreist jetzt ganz schön im Kopf. Also, das verletzt mich. Ich wünschte, das hättest du mir früher gesagt, aber ich verstehe, warum nicht. Ich brauche einen Moment, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Klar. Oh nein. Ich brauche einen Moment, um das zu verarbeiten. Oh nein. Here's the thing. Genau das ist die Konsequenz davon, wenn man nicht klar kommuniziert und sich nicht persönlich trifft. Denn wenn das nicht stattfindet und so lange geht wie bei euch, über 10 Jahre, entsteht zwar virtuell Nähe, aber man lebt doch völlig getrennte Leben. Was damit auch bedeutet, man hat jedes Recht, sein Leben zu leben. Ich bin nicht sauer auf dich. Ich verstehe das. Ich habe auch schon sehr obsessiv und impulsiv gehandelt. Und ich glaube, durch die Offenheit, wie wir geredet haben, weiß ich, wie dein Gehirn funktioniert. Vielleicht hätte ich genauso gehandelt. Das darf ich dir also nicht vorwerfen. Versteht ihr jetzt, warum ich an ihm hänge? In solchen Momenten bin ich einfach nur dankbar, dass er mich versteht. Wie soll es jetzt weitergehen? Willst du das? Ja, absolut. Ich glaube, ich habe die Chance lang genug ungenutzt gelassen. Das will ich ändern. Wir müssen uns nur treffen und dann klappt das schon. Ich bin sauer auf mich selbst. So leicht, wie mir das jetzt mit dir fällt. Ich weiß nicht, warum ich das nicht konnte. Aus meiner Therapie weiß ich, wir dürfen uns nicht Sorgen wegen der Vergangenheit machen. Wir müssen uns vielmehr überlegen, wie es weitergeht. Ewig über die Vergangenheit nachzudenken, bringt uns nicht dorthin, wo wir hinwollen. Ich bin so froh. Schön. Sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Alles Gute. Mein Angstlevel sinkt, aber ich denke trotzdem noch andauernd. Hilfe, sie sieht gerade mein Gesicht. Sie hört, was ich sage. Was denkt sie bloß? Ich will dich treffen, morgen. Ich will dich jetzt treffen. Wer fliegt zu wem? Ich tu's. Ich mach's auch. Ihr seid offenbar beide reif dafür. Es ist soweit. Wir lassen euch jetzt das nächste Level betreten. Vielleicht mit FaceTime zuerst. Vielleicht heute Abend? Ja. Na bitte, ihr habt ein Date. Für mich ist das immer noch komisch, aber ich bin bereit. Ich freue mich. Ich habe eine Bitte. Wenn diese Folge erstmals ausgestrahlt wird, möchte ich, dass sie mit Fotos von eurer ersten Reise endet, die bald stattfinden wird. Schicke ich euch. Geht klar. Viel Glück. Yay! Bis bald. Bye. Bye. Ciao. Alles echt. Ist das zu glauben? Nein. We did it. Wir haben es geschafft, Biggie. Komm her. Okay, du willst nicht. Day ist sofort nach Iowa geflogen, um Cody zu besuchen. Ihre Verbindung und ihre Beziehung ist im wahren Leben nur noch stärker geworden. Cody will bald nach L.A. ziehen. Sie denken schon daran zu heiraten und an Kinder. Wenn du oder jemand, den du kennst, psychische Probleme hat, findest du viele Websites mit Hilfsangeboten und auch Hinweise auf Beratungsstellen in deiner Nähe im wahren Leben.